Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Beitrag. Bei mir geht es heute um das Rad der Lehre oder auch Dharma-Rad genannt. Das, was der Buddha gelehrt hat, nennt man den Dharma. Das ist ein altindischer Ausdruck für die Lehre. Im Bild wird seine Lehre durch ein Rad mit 8 Speichen dargestellt. Es taucht überall auf, wo es um Buddhismus geht. Das Dharma-Rad steht dafür, dass der Buddha anderen erklärt hat, um was es bei der Erleuchtung geht und wie man sich selbst erreichen kann. Man sagt dazu, Buddha hat das Rad der Lehre in Bewegung gesetzt. Dass er das tat, ist keine Selbstverständlichkeit. Eigentlich wollte der Buddha seine Lehre nicht verkünden, denn er glaubte, dass niemand verstehen würde, was er als Erleuchteter nun wusste. Er hatte nämlich erkannt, dass die Welt genauso wie das Ich nicht auf die Art wirklich da sind, wie wir es glauben, sondern dass alles eher wie ein Traum ist, denn alle Wesen träumen. Brahma, der oberste der Götter, an die die Menschen damals in Indien, wo der Buddha lebte, glaubten, merkte das. Er wollte auf jeden Fall, dass Buddha dieses einzigartige Wissen über die Erleuchtung nicht weitergab. Deshalb eilte er herbei, kniete sich vor ihm nieder und sprach: Bitte, erleuchteter Buddha, lass uns nicht alleine in dieser Welt voller Leiden und Angst. Lehre uns den Weg der Befreiung, den du erkannt hast. Der Buddha schaute den Gott Brahma nachdenklich an. Keiner wird es verstehen können. Der Weg zur Erleuchtung ist zu schwierig. Er übersteigt alles, was jemals gedacht oder gefühlt oder getan worden ist. Es gibt sicher Wesen, die fähig sind, diesen Weg zu gehen, auch wenn er sehr schwer ist, bat Brahma. Versuch es doch wenigstens, bitte. Mit diesen Worten deutete er auf sein goldenes Rad, das er als Zeichen seiner Macht immer bei sich trug. Die Worte und die Bitten des Gottes bewegten den Buddha so sehr, dass er beschloss, seine Lehre zu verkünden. Er setzte das Rad der Lehre in Bewegung und brachte damit das, was er erkannt hat, in die Welt. Er begann zu erklären, wie man aus dem Traum, den alle gemeinsam träumen, aufwachen kann. Die Stelle, wo das geschah, war der Hirschpark von Isipathana. Deshalb sind neben dem goldenen Rad oft auch die beiden Hirsche abgebildet. Was der Buddha als erstes lehrte, waren die 4 edlen Wahrheiten mit dem 8-fachen Pfad, der den Weg zeigt, wie man ans Ziel zum Erwachen aus dem Traum des Daseins kommen kann. Deshalb ist das Dharma-Rad immer mit 8 Speichen abgebildet. Wenn ihr wissen wollt, was die 4 edlen Wahrheiten und der 8-fache Pfad sind, kann ich euch kurz noch eine kleine Erklärung abgeben. Die 4 edlen Wahrheiten besagen Leiden, Erkenntnis von Leiden, Ende des Leidens und der Weg, also der 8-fache Pfad. Der 8-fache Pfad besagt rechte Einsicht, rechte Gesinnung, rechte Rede, rechtes Tun, rechter Lebenswerb, rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit, rechte Konzentration. Jo, das war's von mir. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt ein paar Informationen sammeln können. Und bis dahin, tschüss.